zweiter Tag, wie man sieht im Hintergrund. Hier. Wir sind immer noch in Frankreich und Wetter arschgeil. Der Go Anywhere ist bereit zum Vorglühen. Also die Kohle sind schon drin. Und heute gibt es mal was ganz Traditionelles vom Meer. Was heißt traditionell hier von der Atlantikküste? Nee, sind Forelle. Und die sieht man jetzt hier mal. Die Forelle, die füllen wir jetzt nachher mit frischer Petersilie, Zitrone. Wickelt sie ein in Alufolie. Und dann kommen sie indirekt auf den Grill. Wie man das Ganze macht, das zeigen wir jetzt euch gleich. Viel Spaß! Ja, also, wir haben unsere Forelle zubereitet. Eigentlich voll einfach und normal. Hier machen wir die Zitronenscheibe rein. Dann hier frische Petersilie. So. Die Tomate? Tomate haben wir keine. Da! Also, ja genau. Alter. Der Kochlackerchen. Genau, dann haben wir so Tomatepaste, die haben wir gestern in so einer ganz kleine, schnucklige. Was war das für ein Lade? Ja, der macht halt eigenes Olivenöl und eigene Olive und weiß Gott was alles. Und wenn er das nächste Mal macht er einfach zuerst die Paste drauf und dann den Rest. Ja. Wird Sinn machen, ja. Aber es kommt ja auf das Resultat drauf an. So, und da man das Ding auf dem Grill macht, kommt er jetzt in Alufolie. Also zu der Alufolie, mal ein kleiner Tipp, die hat glaub, knapp 1 Euro kostet und ist auch so dünn wie, ja, kann man eigentlich gar nicht beschreiben. Also ein kleines. Wie ein Haar. Ja, wie ein Haar, genau. So, jetzt legen wir den da rein. Und dann wird er gewickelt ein. Was? Gewickelt ein. Das ist kein Deutsch. Gewickelt ein. So, und genau das gleiche machen wir jetzt mit dem zweiten Fisch auch. Ja. Das macht es aber richtig. Jetzt will ich mal Tomate drauf. Also, beim ersten Fisch habt ihr gesehen, wie es nicht funktioniert. Und jetzt seht ihr beim zweiten Fisch, wie es funktioniert. Also, als erstes machen wir die Tomatencreme da rein. Wie gesagt, die Tomatencreme ist schon so eine kleine Feinkostlade an der Côte d'Azur. Hört sich gut an, schmeckt auch gut. Dann ein paar Zitronenscheibe, also sage 2. Und hier frische Petersilie. Für was ist das Salz? So. Und dann salzen wir das ganze Ding hier noch von beide Seiten. Hier noch ein bisschen rein. Vorteile voraus. Genau, und dann kommt noch ein Schluck Olivenöl. Das ist mein Fisch. Ruhe drauf. So, und dann wickeln wir jetzt noch ein Alufolie ein. Tun wir gar nichts, denn davor kommen noch Kräuter der Provence. Das ist schlimm. Könnt auch weniger nehmen. Das ist dann übrigens mein Fisch. Ja. So, und jetzt wickeln wir den noch ein. So, Nemo. Julia Fisch. An dem alles richtig ist. An dem alles richtig ist. Welchen Hintergrund laber, was drauf soll und muss. So, und jetzt kommen wir den dann gleich auf den Grill. Aber das seht ihr gleich. Hier mal die zwei Fische hoch an deinen Kopf. So, also, dann kommen wir mal kurz zur Anordnung von der Kohle. Auf dem Go Anywhere. Also, hier ist jetzt unser Prachtexemplar. Ich habe jetzt die Kohle, hier außenrum angeordnet. Also nicht viel, das war sogar ein kleiner oder ein Dreiviertel Anzündkamin von dem kleinen Anzündkamin, also nicht vom großen, sondern von dem kleinen. Hab vorne den einen Lüftungsschieber aufgemacht, die obere nachher beide. Also wenn man es hier sieht und legt den Fisch dann nachher hier so mittig drauf. Also so, dass der nicht direkt über voller Hitze ist, sondern dass er indirekt in der Alufolie gegart wird. Weil so circa
Ja, 160 Grad. Das probieren wir jetzt mal aus. Viel Spaß!